Ich hatte auch echte Survival-Situationen festgehalten, wie zum Beispiel, dass wir von einer Flut überrascht worden sind, uns auf einer Insel retten mussten und eine weitere Nacht nicht von der Insel wegkamen. Wir werden hier komplett überflutet hier. Ach du Heiliger. Was sind wir, Alter? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Wie viel da weggerissen wird. Abis, ne? Ja. Also als wenn ein Gletscher weggeflogen wäre. Oder als wir in den Alpen im Tiefschnee eine ungesicherte Klettersteigbesteigung wegen Lawinengefahr abbrechen mussten. Oder mehrere Tage Notfallbiwak machen musste, weil ich ganz böse umgeknickt bin. Oder als ich bei heftigen Gewitter allein und hilflos im Wald biwakierte. Dieser Gewitter muss weg! Eieieiei. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Das will einfach nicht aufhören. Das ist kein gutes Wetter zum Biwakieren.